Hilfswerk International hilft den Kindern an der ukrainischen Kriegsfront. 1 Million Kinder derzeit entlang der Frontlinie können etwa nicht in die Schule gehen, haben kaum warme Mahlzeiten und auch keinen Austausch mit Gleichaltrigen. Wie verläuft das Leben an der Front im Alltag? Ich bespreche das jetzt mit dem Projektmanager Ukraine bei Hilfswerk International, mit Bernhard Stepanek. Vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Ja, beginnen wir doch gleich mit einem Frontbericht. Sie waren an Ort und Stelle immer wieder und kennen die Situation in der Ukraine. Wie läuft das Leben im Alltag, wenn man im Prinzip in der Nähe der Kriegsfront ist? Ja, also man kann sich das gar nicht vorstellen. Sie haben es selber erwähnt. Wir haben leider am Wochenende ein sehr dramatisches, trauriges Jubiläum erlebt und 2 Jahre Ukraine-Krieg. Hinter uns gebracht. Es ist so, dass Sie müssen sich vorstellen, es gibt Kinder entlang der Frontlinie, die mittlerweile 10 Jahre sind und kein einziges normales Schuljahr hinter sich bringen können. Wir haben 2 Jahre Krieg in der Ukraine. Sie müssen sich aber vorstellen, auch die Covid-Krise davor war für die Kinder eine sehr große Belastung. Und ein Leben entlang der Frontlinie, das ist kein Leben, das ist ein Zustand. Ein Leben in Angst, ein Leben in Hoffnungslosigkeit und ein Leben 2 Jahre Ukraine-Krieg ohne konkrete Perspektive. Besonders hart betroffen sind eben Kinder und Jugendlichen, so wie Sie sagen. Und es ist natürlich eine extreme Vorstellung, dass 10-Jährige quasi noch nie einen normalen Schulbetrieb hatten in der traurigen Koppelung aus Corona und Krieg. Sehr, sehr traumatisch. Ich glaube, das kann sich wirklich niemand vorstellen, was es im Alltag dann heißt. Es bedeutet ja viele auch, die Väter sind selbst an der Kriegsfront, kämpfen dort. Man weiß nicht so wirklich, klappt das, kommen die wieder zurück sozusagen. Und auch der Austausch mit Gleichaltrigen ist ja schwer. Immer wieder gibt es Luftalarm, Drohnen, die kommen könnten. Merkt man sowas wie Traumatisierung? Ja, also ich meine, als Österreicher und Österreicherin kann man sich das fast gar nicht vorstellen. Und man kennt die Sirenen vielleicht vom Sonntag, wenn es ab und zu Mittag Sirenentests gibt. Ich kann Ihnen aus persönlicher Erfahrung erzählen, wenn man dann vor Ort ist und diese Sirenen auf einmal kein Test sind, sondern zur Realität werden, zur tatsächlichen Bedrohung, dann macht das mit einem was. Und man kann sich vorstellen, für Kinder ist es natürlich umso bedrohlicher, umso angsteinflößender und umso erschreckender. Und man muss sich vorstellen, die Kinder kennen keinen Klassenraum, sondern die Kinder kennen einen Bunker, in dem sie sich vor Angriffen von Raketen verstecken. Und das ist besonders wichtig, dass wir als Hilfswerk International vor allem für die Menschen, die am meisten Hilfe benötigen, da sind. Das sind die Frauen, aber das sind auch eben die von Ihnen angesprochenen Kinder. Und da geht es um Essen, da geht es um Trinken, da geht es um Wärme im Winter. Sie wissen, die Stromversorgung ist ein großes Thema immer wieder. Aber es geht auch um psychosoziale Betreuung. Wir haben in der Ukraine ein Land, das fast 5-mal so viele Einwohner wie Österreich hat. Eine Anzahl von über 10 Millionen Menschen, die in der Ukraine akut mit psychosozialen Problemen zu kämpfen haben. Wahnsinn. Und davon, die WHO spricht davon, dass 3 bis 4 Millionen wirklich mittel- bis schwer starke Symptome haben. Und ich habe schon einmal gesagt, der Zusammenhalt der Bevölkerung ist groß und auch der Zusammenhalt der Österreicher und Österreicherinnen. Da müssen wir uns wirklich als Hilfsorganisation auch wirklich für die Unterstützung bedanken, weil ohne die Spenden, ohne die Unterstützung der Österreicher und Österreicherinnen könnten wir vom Hilfswerk International auch als Mitgliedsorganisation von Nachbarn Not diese so dringende Hilfe, die letzten 2 Jahre notwendig war, aber auch noch notwendig ist, das ist auch ganz wichtig zu betonen, wir werden einen langen Atem brauchen. Das fürchte ich auch. Alle halten sich ja zurück mit irgendwelchen Prognosen, wie lange es denn noch dauert. Das Einzige, was man quasi von allen hört, lange noch im Prinzip. Ist das jenen, die vor Ort wirklich an der Frontnähe dann sind und sie sagen ja traumatisiert, psychosoziale Probleme, haben die auch das Gefühl, wenn das je aufhört, dann sehr, sehr spät erst und es wird lange weitergehen? Ist das ins Bewusstsein gerückt oder helfen da die Ansprachen von Volodymyr Zelensky, der immer wieder von Erfolgen spricht? Also eine Langzeitperspektive und Überlegungen, was die Langzeitperspektive betrifft, die sind kaum vorhanden. Es geht wirklich um ein Überleben Tag für Tag. Es geht darum, sich zu überlegen, wo bekomme ich das nächste Mal was zum Essen, zum Trinken her? Wo bekomme ich das nächste Mal Schutz, wenn wieder ein Angriff läuft? Und die Menschen müssen wirklich schauen, dass sie irgendwie am Leben bleiben, physisch und mental. Schutz heißt ja eben die Bunker. Sie haben schon erwähnt vorher,
Wie ist das mit der Alarmierung? Da gibt es ja Apps, die manche informieren. Jetzt kommen Drohnen, es kommen möglicherweise auch andere Flugwaffen, möglicherweise auch Panzer. Und ist dann sofort klar, man läuft sofort weg? Oder ist da schon eine gewisse traurige Routine auch eingekehrt, dass man das kontrolliert macht? Oder ist da Panik? Naja, es ist beides. Es ist natürlich so, dass nach 2 Jahren täglichen Angriffen eine gewisse Routine eingrifft. Aber es gibt Dinge in der Welt, an die man sich nicht gewöhnen kann. Und die Luftangriffe sind eines dieser Dinge. Und die Ukraine, Sie haben es angesprochen, hat Apps und hat Frühwarnsysteme. Relativ rasch ist den Leuten dann klar, ob es ernst wird oder nicht. Das Laufen ist das eine. Wie gesagt, viele Menschen finden Schutz, wissen, wo sie sich schützen können. Aber dann die Situation in diesem Keller, das müssen Sie sich vorstellen, wenn man nicht im Klassenraum sitzt, sondern irgendwo in einem dunklen Bunker und darauf hofft, dass, wenn man rausgeht, die Welt, wie man sie gekannt hat, noch steht. Weil sie sagt, nicht im Klassenraum. Gibt es so etwas wie einen normalen, unter Anführungszeichen, Schulbetrieb überhaupt in irgendeiner Art und Weise notdürftig? Gibt es etwas, was man Unterricht nennen kann? Wie findet das statt? Also es ist sehr schwierig und die Ukraine ist ein sehr großes Land. Wir vom Hilfswerk International, wir leisten unsere Hilfe vor allem entlang der Frontlinie. Ja. Und dort kann man wirklich von keinem Alltag und von einem normalen Schultag sprechen. Mhm. Wir sind in Kharkiv, wir sind in Nikopol, das ist in der Nähe von dem Atomkraftwerk in Saporischschja. Und Sie können sich sicher vorstellen, dort gibt es keinen Alltag. Dort gibt es nur den Kampf ums reine Überleben. Puh, sehr drastisch, wie Sie das schildern. Haben Sie selber, wenn Sie vor Ort sind, sowas wie wirklich Überlebensangst auch persönlich gehabt vor so einer Situation? Weil Sie sind ja neu dazugekommen. Die anderen haben eine traurige Routine bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn man das zum ersten Mal miterlebt, Luftsirenen, Sie haben schon erwähnt, das ist eben nicht um 12 Uhr wie bei uns, da werden die Uhren danach gestellt, sondern das ist ernst. Wie empfindet man das als jemand, der aus der heilen Welt Österreich kommt? Ja, das ist natürlich eine gewisse Herausforderung und alles andere als Realität für jemanden, der sowas noch nicht gekannt hat. Ja. Aber mir ist es ganz wichtig zu betonen, dass wir als Hilfswerk International, als Mitarbeiter einer Organisation, die für die Menschen da ist, die Menschen vor Ort in den Vordergrund stellt und man sich selbst zurücknimmt, auch seine persönlichen Empfindungen, Gefühle, weil es ist ein großes Privileg, dort helfen zu können. Und man muss sich auch vorstellen, in der Sekunde, wenn die Sirenen losgehen, dann hat man gar nicht viel Zeit, seine Gedanken zu sortieren, sondern dann geht es darum, Schritt für Schritt die nächsten Schritte zu planen. Ein bisschen herausfordernder ist es dann immer, wenn man zurückkommt und etwas Zeit hat, zu reflektieren und zu überlegen, hey, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert? Ja. Kann ich mir vorstellen. Eine besondere Rolle haben natürlich die Mütter der Kinder, deren Männer und Partner möglicherweise an der Front dienen und die Kinder irgendwo im Bunker sitzen oder man selber gerade flüchtet. Wo nehmen all die Frauen diese Kraft her? Sie sagen, es gibt eine Riesenanzahl von psychosozial Betreuungsbedürftigen sozusagen, aber es gibt kaum Betreuungspersonal. Wie schaffen das all diese Frauen immer wieder aufs Neue, sich zu motivieren? Ja, da kann man ganz einfach nur sagen, es ist unglaublich, was die Frauen in der Ukraine leisten. Wir selbst haben die Möglichkeit gehabt, über 40.000 Frauen in der Ukraine zu helfen, die intern vertrieben worden sind, von der Frontlinie in die westlicheren Gebiete geflüchtet sind. Und diese 40.000 Frauen haben natürlich auch ihre Kinder mitgenommen. Wir haben zum Beispiel im Kinderspital auch am Anfang ganz akut über 50.000 Kindern, die erkrankt, aber auch verletzt waren, physisch und psychisch unterstützen dürfen. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn man in einem Kinderkrankenhaus in der Ukraine in den Keller mit den schwerkranken, schwer traumatisierten Kindern ist und die Frauen ganz einfach nur um ihre Familie Angst haben. Ja, vielleicht bei dieser Gelegenheit noch ein kurzer Einspieler von uns, denn es sind rund 30.000 ukrainische Flüchtlinge derzeit in Wien beherbergt, die auch nach 2 Jahren Kriegsbeginn immer noch Unterstützung brauchen, teilweise durch die öffentliche Hand, teilweise leben sie auch in Privatunterkünften. Ja, rund 10 bis 20 Flüchtlinge kommen pro Woche derzeit zum Ankunftszentrum und Notquartier Schlossberg in Wien, wenn sie aus den bisherigen Heimatbundesländern weggegangen sind, weil es dort zu wenig Unterkunftsmöglichkeiten gibt. Ja, wie es dort aussieht, das haben wir uns jetzt extra für Sie angesehen. 2 Jahre nach Kriegsbeginn beherbergt Wien rund 30.000 ukrainische Flüchtlinge. Der Zustrom ist deutlich gesunken. Waren es im ersten Kriegsjahr rund 28.000 Neuankömmlinge, sind im zweiten Kriegsjahr noch etwa 2.000 dazugekommen.
Weniger als die Hälfte von ihnen ist inzwischen auf Versorgung durch die öffentliche Hand angewiesen. Schon seit über einem Jahr sinkt die Zahl der Unterstützten konstant, obwohl das Wiener Ankunftszentrum Schlossberg weiterhin 300 bis 400 Besuche pro Monat verzeichnet. Allerdings nicht nur von Neuankömmlingen, sondern etwa auch für Hilfe bei Behördenwegen und anderem mehr. Die Bilanz könnte sogar noch besser aussehen, gäbe es nicht auch innerösterreichischen Zustrom aus den anderen Bundesländern. Rund 10 bis 20 Flüchtlinge pro Woche kommen derzeit zum Schlossberg, weil sie für sich in ihren bisherigen Heimatbundesländern keine Möglichkeit zu Integration und Arbeit gesehen haben. Der Schlossberg bietet 270 Schlafplätze. Die Auslastung liegt bei rund 65%. Nach etwa 14 Tagen haben die Flüchtlinge meist eine permanente Bleibe gefunden. Ja, sehr dramatisch die Situation, auch wenn man in Österreich ist. Natürlich ist es Wolke 7 aus der Sicht der ukrainischen Front natürlich. Aber auch da haben nicht alle nur ein einfaches Leben. Du denkst zurück, wie geht's denn eigentlich den eigenen Verwandten? Wie geht's vielleicht dem Ehepartner, dem Freund, der an der Front steht? Dieses Traumata, das finde ich bemerkenswert dramatisch. Sie sagen eine unglaublich große Zahl, da geht's um Millionen sozusagen in der Zwischenzeit. Wie kann man denn überhaupt auch danach, wenn dieser Krieg je aufhören sollte und keiner sagt, wann das sein kann, wie kommt man wieder raus aus diesem Loch? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die sich viele Menschen stellen heutzutage. Aber wie gesagt, das ist leider erst Zukunftsmusik. Im Moment ist es so, diese großen Zahlen. Ich meine, wir sprechen von 10 Millionen Menschen in der Ukraine, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Das sind mehr Menschen, als in Österreich wohnen. Und Sie können sich sicher vorstellen, psychische Erkrankungen sind jetzt, wie soll ich sagen, wenn ich Fieber habe, dann kann ich was Fiebersenkendes nehmen. Aber wenn es um psychische Themen geht, das ist etwas Langsitzen, das sind Traumata. Sie können sich auch vorstellen, dass viele dieser Kinder Bilder in ihren Köpfen haben, die sie nicht mehr loswerden. Das heißt, es wird ja eher schlimmer als besser. Je länger der Krieg dauert, umso mehr verfestigt sich das Trauma und geht möglicherweise das ganze Leben nicht mehr weg. Da bin ich sehr stolz, sagen zu können, dass wir auch in dieser schwierigen Situation wirklich für Frauen und Kinder in unseren Helppoints Versorgung anbieten können, Betreuung, Beratung. Es ist natürlich so, dass das eine unglaublich große Herausforderung ist, der wir uns da stellen als Vertreter der internationalen Hilfsgemeinschaft. Aber wir sind davon überzeugt, dass wenn wir ein Kind erreichen, dass wenn wir ein Kind ein Lächeln auf das Gesicht zaubern können in einer Situation, die ganz ehrlich, wirklich unvorstellbar ist, dann ist es alle Mühe wert und dann ist es auch wert, dass wir uns so einsetzen und auch persönlich exponieren. Und noch einmal, da muss man wirklich den Österreichern und Österreicherinnen danken für ihre Unterstützung, weil das ist nicht selbstverständlich und da, ohne sie wäre das nicht möglich. Das heißt, jede Flasche Wasser, die in der Ukraine ein Kind erreicht, jedes Stück Brot, das ein Kind erreicht, jeder Funken Wärme und auch jedes Lächeln, das wir dort den Menschen ins Gesicht zaubern können. Das verdanken wir den Österreichern und Österreichern. Und deswegen vielen lieben Dank. Großer Respekt auch dafür, das zu machen, auch zu verteilen. Man begibt sich ja selbst auch in Gefahr. Das zeigt schon von Nächstenliebe, dass man das tut sozusagen. Jetzt verteilen Sie Nothilfepakete, Lebensmittel, Hygieneprodukte, verschiedene Dinge. Sie sagen auch Wärme. In welchem Bereich des Materiellen, jetzt nicht der psychosozialen Probleme, die wir besprochen haben, aber des Materiellen, in welcher Hinsicht und wo ist die Not am allergrößten? Was wird am meisten bedürft? Ja, der Krieg dauert 2 Jahre. Die Ukraine ist ein riesengroßes Land und es ist mir auch wichtig zu betonen, dass die gesamte Ukraine von diesem Krieg betroffen ist, aber natürlich allen voran die Abschnitte entlang der Front. Wir sind in Saporischschja, wir sind in Kharkiv und dort fehlt es ganz einfach an allen. Ich habe schon erwähnt, da geht es, um das plastisch erklären zu können, es geht um die nächste Mahlzeit, es geht um den nächsten Schluck Wasser und es geht um Schutz und Sicherheit. Und wir sind immer noch im Winter, das darf man nicht vergessen. In der Ukraine kann es sehr kalt werden, auch darum, die Menschen irgendwie warm zu halten. Ja, die Wärme, die immer wieder erwähnt wird, keine Frage, man kann sich das vorstellen. Jetzt sieht man in der Front natürlich auch Nachbarländer, die teils ja viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Polen wäre da zu nennen, das war am Beginn sehr, sehr offenherzig und weltoffen. Auch Länder wie Österreich natürlich in einem deutlich geringeren Ausmaß. Wie sieht man denn in Wirklichkeit all jene, die geflüchtet sind? Nämlich bezogen auf jene, die zu Hause geblieben sind an der Front. Sind die weggegangen sind, dann aus deren Sicht feig? Oder versteht man das dem Grunde nach? Darum geht es überhaupt nicht. Es gibt einen Zusammenhalt in der Bevölkerung.
unabhängig davon, wo die Menschen leben oder geflüchtet, hingeflüchtet sind, ob sie, weil man darf nicht vergessen, die meisten Ukrainer sind nicht nach Polen, nach Österreich oder in andere europäische Länder geflüchtet, sondern sind innerhalb des Landes, von dem Osten in den Westen geflüchtet. Mhm. Und das ist auch ein Anliegen, dass wir, dass uns als Hilfswerk International ganz, ganz wichtig ist, diese Menschen nicht zu vergessen, weil auch hier geht es darum, diesen Leuten ein neues Zuhause zu geben, diesen Leuten irgendwie dabei zu helfen, sich in diese neue Umgebung zu integrieren. Das Land der Ukraine ist riesengroß. Mhm. Die Westgrenze der Ukraine ist, wie soll ich sagen, näher zu Wien als Vorarlberg. Also dieses Land hat ein riesengroße Ausmaße. Und wenn da Leute von Nikopol in den Westen, in westlichere Gebiete flüchten, dann ist das wie in ein anderes Land. Und diesen Menschen wollen wir besonders helfen. Und diesen Menschen wollen wir auch Unterstützung anbieten. Wirklich eine unglaubliche Fläche. Ich bin vor 2-3 Jahren einmal durchs Land durchgefahren, mit dem Auto von Wien weg. Man fährt ewig und noch länger. Und dann hat man erst auf der Karte betrachtet, einen kleinen Teil des Landes hinter sich gebracht. Es ist wirklich unglaublich groß. Überall agrarische Flächen, Getreide, Weizenbau, sehr, sehr viel Landwirtschaft. Ja, wir haben schon besprochen vorher, das ist der Blick nach vorne. Trotz allem, man muss ja irgendwie Perspektive haben, damit dieser trostlose Alltag, der ja jeden Tag der letzte Tag theoretisch sein könnte, irgendwie positiv zu sehen. Saporischschja, Sie haben schon erwähnt, die Atomversorgung der Ukraine, das größte Atomkraftwerk in ganz Europa, leider auch in ziemlicher Nähe der Kriegsfront, war ja auch umkämpft geradezu von den russischen Besatzern dann eingenommen. Hat man da Angst, dass so ein Kraftwerk bewusst auch als Waffe eingesetzt werden kann? Oder daneben der Staudamm, der dann auch gesprengt worden ist offensichtlich und es wurde dann vieles überschwemmt dann im Süden der Ukraine, dass man das als Waffe seitens der Russen verwendet? Also die Angst ist allumfassend und das betrifft unterschiedliche Bedrohungsszenarien, aber die größte Angst sind wirklich die Deckung der Dinge, die man jeden Tag braucht. Nochmal Lebensmittel, das ist das, was man braucht. Die Fliegeralarme, die sind unglaublich schwierig. Natürlich hat man ein drohendes, schwellendes Angstszenario immer wieder vor der Haustür, wenn man steht und runterschaut und sieht, da hinten in der Ferne ist das Atomkraftwerk in Saporischschja. Davor war ein riesengroßer Fluss, der jetzt versiegt ist, weil der Staudamm nicht mehr existent ist. Und man muss sich vorstellen, 2023 haben wir, im Sommer waren wir damit beschäftigt, vor allem den Menschen, die in der unmittelbaren Umgebung gewohnt und gelebt haben, die Wasserversorgung, die von einem Tag auf den anderen Tag verschwunden ist, mit Wasser zu versorgen. Wir haben es zum Glück, und das sind auch die positiven Dinge, auf die ich schon gerne hinweisen möchte, in dieser schwierigen Zeit geschafft, kleine Erfolge zu feiern. Und innerhalb von Tagen, auch mit der Unterstützung von Nachbarn in Not, 100.000 Menschen mit Trinkwasser versorgen können. Das sind über 200 Millionen Liter Wasser, die an die Menschen vor Ort gebracht worden sind und einfach lebensnotwendig waren. Das war sehr dramatisch. Der Staudamm wurde ja gesprengt, damit ist das Wasser ausgelaufen. Dann hatte man ja Angst, dass das Kernkraftwerk nicht mehr gekühlt werden kann, kein Kühlwasser mehr da ist. Also dramatisch rundum, nicht nur in dessen Sicht, dass man alles persönlich miterlebt, sondern dass man auch das Gefühl hat, man trocknet aus im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss man tatsächlich dann Wasser in Form von Flaschen an die Menschen bringen, weil Wasser in Form einer typischen Wasserleitung gab es da eben nicht mehr, oder? Ja, genau. Und was einfach ganz wichtig ist, die Menschen, die leben in einer Situation, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich bin auch froh, dass viele sich das nicht vorstellen können, wie die Realität dort aussieht. Aber für uns als Hilfswerk steht der Mensch im Mittelpunkt und es ist uns ganz, ganz wichtig, die Leute nicht nur als Hilfsempfänger zu sehen, sondern es geht uns darum, die Leute ihre eigenen Ressourcen so zu stärken, dass sie sich selbst helfen können, weil es ist noch einmal unvorstellbar, das Leid, das vor Ort herrscht und es sagt sich so leicht, es ist ein langer Atem notwendig, aber es ist wirklich so und ich darf auch da die Gelegenheit nutzen, weiterhin für Unterstützung für das Hilfswerk zu bitten, weil wir müssen diese Hilfeleiter weiter aufrechthalten. Das heißt, Spendenvolumen nach wie vor wird benötigt, damit das Hilfswerk wieder hinfahren kann, helfen kann, persönlich vor Ort helfen kann, verschiedenste Dinge verteilt. Es geht ums Geld, es geht um das Spendenvolumen und da ist nach wie vor Hilfe nötig. Absolut richtig. Also unter hilfswerk-international.at/spenden können Sie spenden. Jeder kleinste Beitrag hilft vor Ort, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und sie beim Überleben zu unterstützen. Bernhard Stepanek, großen Respekt für das, was Sie da machen mit Ihrer Organisation vor Ort, dass Sie auch selber dort waren, dass Sie authentisch geschildert haben. Es steigt einem immer die Gänsehaut auf. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren und das authentisch geschildert haben. Sehr gerne. Dankeschön.
Bum, bum, bum.